Jetzt fehlt nur noch Damur, die Röttgerinnerin. Die anderen sind bereits unter Order. Und das ist der Starterfolg zum langen Hamburger an der 3200 Meter Marke. In der Bahnmitte Rock of Romans, der äußere Flügel dann mit Amour de Nuit, ganz an der Außenseite Summershine. So geht es das erste Mal in Richtung des Horner Bogens. Der Favorit gleich an der Spitze, Amour de Nuit, ist vorneweg mit einer Dreiviertellänge. Dahinter an der Innenseite Rock of Romans, außen daneben galoppiert dann Damur. Dahinter sieht man dann Empoli mit Summershine und Iraklion nimmt die anderen Kandidaten zunächst einmal von hinten ins Visier. An der Spitze Amour de Nuit aus dem Quartier von Sir Mark Prescott mit Dennis Schirgen. Dahinter Damur jetzt in zweiter Position vor Rock of Romans und dahinter dann Empoli als vierter Forsten, Summershine und innen Iraklion. So kommt das Feld gleich in den Einlauf hinein, muss dann natürlich noch eine weitere Runde zurücklegen. Amour de Nuit zeigt den Weg. Damur außen in den Röttgener Farben in zweiter Position. Dahinter dann Rock of Romans mit in den Iraklion. Dann Empoli und an der Außenseite Summershine. Aber alles in dicht geschlossener, kompakter Formation. So geht es am NH Hotel vorbei. Das erste Mal. Amour de Nuit, der Gast aus England, weiterhin an der Spitze vor. Damur, Rock of Romans innen. Dahinter dann Summershine mit Empoli und Iraklion hält sich weiterhin innen an den Rails in letzter Position auf. Jetzt sind es noch ungefähr 2000 Meter. Amour de Nuit zeigt weiter den Weg, auch durch den Wandsbecker Bogen. Dahinter dann Damur mit an der Innenseite Rock of Romans und Eddie Pedrosa in lauer Position. Dann Empoli, der ein bisschen aufrücken kann in den Iraklion, hat Anschluss und Summershine jetzt mit der roten Laterne. Aber alles in ganz dicht geschlossener Formation. So geht es gleich aus dem Wandsbecker Bogen heraus in die Gegengrade hinein. Amour de Nuit zeigt weiterhin den Weg mit anderthalb Längen. Dahinter Damur in zweiter Position vor Rock of Romans, dann Empoli, Summershine und Iraklion am Ende des Feldes nahezu dicht auf. Amour de Nuit in ruhiger, gleichmäßiger Galoppade weiterhin an der Spitze. Damur dann außen daneben, an der Innenseite an den Rails auf dem kürzesten Weg, dann Rock of Romans, dahinter dann Empoli mit Iraklion und Summershine. So galoppiert das Feld gleich auf das Ende der Gegenseite zu. Amour de Nuit weiterhin an der Spitze. Amour de Nuit ist hier unverändert vorne. Dahinter Damur, Iraklion kann aufschließen, Rock of Romans an der Innenseite und Empoli am Ende des Feldes, vorletztes Pferd ist Summershine. Die werde jetzt ausgangs zur Gegenseite, es geht in den Schlussbogen hinein, Iraklion macht jetzt Boden gut und auch an der Innenseite auf dem kürzesten Weg, Rock of Romans jetzt vorne, dahinter dann Amour de Nuit, jetzt ein bisschen in Nöten, lässt sich aber noch nicht abschütteln, Iraklion lässt sich anfassen, Damur marschiert noch gut, Summershine dahinter dann muss ebenfalls angefasst werden und Empoli hat jetzt ebenfalls Schwierigkeiten. Rock of Romans, Rock of Romans, jetzt geht es aus dem Scheitelpunkt heraus in Richtung des Einlaufs und Rock of Romans ist weiterhin an der Spitze. Rock of Romans macht da einen guten Eindruck. Der Gast aus England lässt sich anschieben. Damur dann dahinter auf den letzten 550 Metern. Rock of Romans mit Eddie Pedrosa ist voraus. Damur versucht an der Innenseite zu kommen. Dahinter kämpft immer noch Amour de Nuit. Das sind die ersten drei Kandidaten, aber Rock of Romans auf den letzten 300 Metern ist voraus. Rock of Romans, Rock of Romans kann hier alle abschütteln. Rock of Romans, Rock of Romans, ganz an die Außenseite kommt jetzt Summershine immer stärker in die Partie, aber Rock of Romans, Rock of Romans, Rock of Romans kann hier alle abschütteln. Rock of Romans, Rock of Romans und Rock of Romans gewinnt hier ganz, ganz sicher und überlegen. Dahinter dann Summershine auf dem zweiten Platz, drittes Pferd dann Damur und dahinter dann Amour de Nuit mit Iraklion und deutlich zurück dann Empoli.
Ja, und hier vor der Tribüne auf dem Geläuf, da grüßt er ins Publikum, der siegreiche Reiter. Wir freuen uns mit ihm und natürlich auch dem Team von Andreas Wöhler. Denn der vorläufige Sieger, der hat ja alle nass gemacht, der hat ja alle stehen lassen. Das ist mit der Programmnummer 5, der 6-jährige Rock of Gibraltar Sohn Rock of